Auf dem ersten Parteitag der SPD am 8. Mai 1946 in Hannover wurde Dr. Kurt Schumacher einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt. Der noch nicht 50-jährige Schwerkriegsversehrte des Ersten Weltkrieges hatte seinen Kampf gegen den Nazismus mit über 10 Jahren Haft in Konzentrationslagern bezahlen müssen. Und wenn wir endlich etwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass in zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der Menschen in Stummheit gelungen ist. Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen.